Hallo, ihr zwei. Ich könnte jetzt besonders laut sprechen, aber ich kann auch ganz leise sprechen. Und sie wird es nicht hören, weil die Ami ist taub. Korrekt. Hey. Mir passiert das jetzt schon, dass ich direkt mit ihr anfange zu quatschen. Passiert das dir auch, dass du mit ihr sprichst, obwohl sie dich gar nicht hört? Ja, wir reden jedes Mal mit ihr, weil einfach dann die Emotion auch besser rüberkommt. Ab wann wusstet ihr, dass sie taub ist? Wir haben sie mit 4 Wochen ausgesucht und mit 7 Wochen wird das getestet vom Tierarzt. Und da kam das dann raus. Da wurden wir dann kontaktiert, haben uns dann aber innerhalb von 1 Stunde entschieden. Das ist unser erster Hund und ob wir das jetzt auf taub üben oder auf normalen Hund, vollkommen egal. Man nennt das ja auch die sogenannte Dalmatiner-Taubheit, die ja besonders schwer vererbt wird, wenn die Augen blau sind und wenn der Dalmatiner ganz viele kleine Flecken hat. Über die Gene wird das halt weiter vererbt. Mhm. Und da hast du ganz viel Pech gehabt, weil du dunkle Augen hast und es trotzdem dich erwischt hat. Ja. Jetzt ist für uns natürlich besonders interessant, wenn die Ami dich gar nicht hört, wie ihr da jetzt trainiert für unseren Parcours. Wie verständigt ihr euch? Ja, läuft alles über Sichtzeichen. Und es wurde von Anfang an darauf geachtet, dass sie sehr, sehr viel guckt. Ich bin jetzt ganz gespannt, wie ihr das so meistert. Ich schaue euch von hier zu und drücke dir die Daumen. Und ja, toi, toi, toi. Danke. Ja, das ist natürlich eine ganz besondere Geschichte. Ich bin ganz ehrlich, als ich das gehört habe, habe ich gesagt, wie geht denn das und ist das gut für Ami hier links im Bild, die Dalmatinerhündin, aber alles in Ordnung, wie wir gehört haben. Und jetzt sind wir natürlich extrem gespannt, wie sie das mit Herrchen Tim hier im Parcours absolviert. Ganz viel Spaß. Ami hört zwar nicht, aber im Parcours zeigen wir euch, wo es lang geht. Und er arbeitet natürlich dann ganz anders mit viel Berührung, weil sie natürlich... Das war so klar. Und er sagt, das war so klar, dass sie nicht das Hindernis nimmt. Sie hört ihn jetzt nicht, wenn er jetzt ruft. Ja. Das heißt, er ist immer davon abhängig, dass er Sichtkontakt zu ihr hat, dass sie ihn sehen kann. Und jetzt in den Weiten der Arena von Top Dog Germany Ami unterwegs. Aber jetzt hat er wieder Sichtkontakt. Ach, das ist herrlich. Guck mal. Nichts aus. Jetzt sind sie wieder gleich am Anfang des Parcours. Hindernis 1, die 3 Hürden gilt es zu nehmen. Jawohl, geht doch. Super, super, ihr zwei. Super. Und rein in den Tunnel. Auch das, klasse. Na bitte, sie hat einfach ein bisschen gebraucht. Oh. Jetzt hat Tim unseren Parcours zerstört. Ist aber egal. Das kriegen wir auch wieder gerichtet. Guck mal, hat es mich kaputt gemacht. Aber das darf sein, die Dynamik... Alles gut. Braucht alles er, weil Amicelli von der Hotspot Hölle Süd, so ihr Züchtername, hat natürlich ein bisschen Zeit verloren. Deswegen, darauf wollte ich hinaus, war Tim sehr dynamisch unterwegs. So, und das mit den Treppen, alles kein Problem. Vielleicht dürfen wir an dieser Stelle mal ein ganz besonderes Kompliment loswerden, wenn wir ganz viel über die tollen Leistungen der Hunde sprechen. Für mich ist das, was Tim hier abliefert, einfach ganz großes Kino. Weil das ist schon generell nicht einfach, sich mit voller Leidenschaft und Hingabe einem Hund zu widmen. Weil Hunde logischerweise ihr ganz eigenes Wesen haben, ihr ganz eigenes Ding auch gerne machen wollen. Und dann mit der Geschichte, die wir da zu Beginn beschrieben haben, das so hinzubekommen, finde ich sensationell. Jetzt ist sie wieder abgelenkt. Ja. Okay, du darfst helfen. 30 Sekunden waren abgelaufen, das heißt, Tim darf helfen. Jetzt Treppe runter. Sie sind immer noch gut in der Zeit. Also sie können auf jeden Fall innerhalb der vorgegebenen 5 Minuten diesen gesamten ersten Parcours schaffen. Noch mal kurz, wer später dazu kommt. Insgesamt kommen die 6 besten Paare dieses ersten Parcours in eine 2. Runde hier bei Top Dog Germany. Nennt sich Doghouse. Es warten neue, spannende Aufgaben auf die Hunde und auf Frauchen und Herrchen. Super. Das ist Arbeit. Das ist richtig Arbeit für Tim. Ja, die Wackelbrücke irritiert ein bisschen. Jetzt vorsichtig. Alles gut. Tempo raus, ein bisschen tiefer gehen. Wackelbrücke auch geschafft. Jetzt rein und ins Wasser. Sie haben extra im See geübt. Zack. Sie haben im See geübt, aber der See, das muss man an dieser Stelle erwähnen, ist natürlich was ganz anderes. Genau. Die Wasseroberfläche ist düster. Das meinte ich vorhin, ne? dass das von fast allen Hundebesitzerinnen und Besitzern erwähnt wurde. Das ist was ganz anderes als so ein Pool. Ja, aber sie nähert sich langsam an. Tim kann mit rein. Ja, ich fürchte auch fast, er muss mit rein. Ja, würde ich auch behaupten. Also aktuell wäre er mit dieser Zeit auf Platz 5. Das würde für den Moment, aber es kommen noch einige reichen fürs Doghouse. So, ein kleiner Schubser. Klasse, und Tim will nicht. So, und guck mal, ich finde das so beeindruckend. Ja. Wir sehen auch noch mal die Maße an der Seite. Ich finde das einfach ganz groß. Ich finde, haut drauf. Ich finde, das
ist für mich nicht vorstellbar. 3:31:17 Parcours absolviert. Ein Monsterkompliment. Tim und Ami, das habt ihr klasse gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Aktuell Platz 5 bei uns hier im Parcours. Es gab ein paar Startschwierigkeiten und es ist bei euch natürlich ein bisschen anders. Du kannst sie nicht wirklich rufen, das heißt, ihr braucht immer den Sichtkontakt. Aber ihr habt das toll gemacht. Das heißt, ich hab sie wieder eingefangen bekommen. Du hast deinen Hund perfekt im Griff gehabt und wusstest, okay, so helfe ich ihr und dann klappt das schon. Vielen, vielen Dank. Großen Applaus für euch, Tim und Ami.